Hallo, seid gegrüßt. Heute mal wieder ein netter Streifen aus den guten alten 80ern. Einem Jahrzehnt, als Filme noch diesen gewissen Charme hatten und einer Zeit, in der jeder Mann noch von Linda Blair schwärmte. Kommen wir also zu Savage Streets, einem der wohl coolsten und härtesten Streifen von Linda Blair, welche ja eigentlich so gar nicht dem typischen Sexy Girl Image entsprach und welche nicht mal als gute Schauspielerin bezeichnet werden darf, trotz Oscar-Nominierung für den Film, der ihren Namen in aller Munde brachte. Der Exorzist. Tja, nur war dem Komitee damals, als sie die Nominierung aussprachen, nicht ganz bewusst, dass die etwas kreativeren Szenen in Der Exorzist gar nicht Linda Blair selbst spielte. Nö. Aber dennoch, schon der Name Linda Blair jagte in den 80ern dem männlichen Geschlecht einen wohligen Schauer über den Rücken. In Savage Street nun, aus dem Jahre 1984, spielt Linda Blair die junge Brenda, welche allabendlich mit ihrer Girlgang um die Häuser zieht. Im Schlepptau dabei ihre geliebte taubstumme Schwester Heather. Eines Abends verärgern die Mädels die nicht ganz so freundlichen Scars, eine kleine Gang von recht skrupellosen Knaben. Vor allem deren Anführer gerät schnell aus dem Häuschen und so kommt es, dass sie die taubstumme Schwester in der Sporthalle brutal vergewaltigen. Anfänglich ist nicht klar, wer für die Vergewaltigung verantwortlich ist, doch als Brenda die Wahrheit erfährt, schwört sie Rache. Savage Street wäre beinahe gar nicht fertiggestellt worden, da einfach kein Geld mehr zur Verfügung stand. So lagen die Dreharbeiten auch kurzzeitig einmal still. Am Ende aber konnte der Streifen dann für insgesamt ca. 1,2 Millionen Dollar doch noch umgesetzt werden. Durch ihre Auftritte in verschiedenen Horrorfilmen zählte auch Linda Blair zu den sogenannten Scream Queens. Aber nicht nur das, auch Linnea Quigley, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, welche die taubstumme Schwester spielte, konnte diesen Titel später ergattern, als sie sich strippend durch Return of the Living Dead schrie. Für mich gehört Savage Streets neben Hell Night oder Das Frauenlager zu Linda Blairs coolsten Streifen aus den 80ern. Ja, ich konnte sogar ihrem Rollerboogie damals irgendwie etwas abgewinnen. Dieser schwamm so ein wenig auf der Xanadu-Welle. Wie gesagt, Linda Blair ist wahrlich nicht die beste Schauspielerin und ihre wohl passabelsten Rollen hatte sie eigentlich nur in ihren jungen Anfängen, wie eben in Der Exorzist, Born Innocent oder Sweet Hostage, einer TV-Produktion, welche mir seinerzeit auch sehr gut gefiel. Die Filme, die dann folgten, kann man als 80er-Jahre-Trash bezeichnen, was aber nicht negativ gemeint ist, denn die Filme erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit und auch ich sehe sie immer wieder gerne. Savage Street ist schon recht hart in einigen Szenen, wobei jetzt nicht auf den Blutgehalt bezogen. Und so war er lange Zeit auch nur in geschnittener Form zu bekommen, beziehungsweise gar ganz aus dem Verkehr gezogen. Nach heutigem Verhältnis kann man den Streifen aber fast schon wieder als harmlos bezeichnen. Und auch wenn die Cover gerne eine freizügige Linda Blair in einem scharfen Dress präsentieren, so ist im Film selber nicht wirklich viel davon zu sehen. Das Bild der nun hier vorliegenden Blu-ray kann man nicht unbedingt als Blu-ray-würdig bezeichnen. Es entspricht eher einer durchschnittlichen DVD, würde ich mal sagen. Also es ist noch okay, aber man sollte jetzt auch keine Wunder erwarten. Ansonsten haben wir dafür aber nette Extras, wie zum Beispiel Linda Blair, die sich kurz einmal zu Wort meldet und in Erinnerungen schwelgt. Nun ja, ich jedenfalls konnte den Streifen, den es auch in einem schicken Mediabook gibt, auf meinem letzten Börsenbesuch ergattern. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich auch endlich noch Hell Night in meine Sammlung bekomme. Also, das war's dann auch wieder. Mach's gut, bis die Tage und ciao.